Hallo, herzlich willkommen zu Konradin Industrie TV. Hier neben mir steht Hans-Ludwig Göringer, Geschäftsführer von IVG Göringer. Göringer auch wieder auf der SBS RPC Drives vertreten. Welche Neuheiten kann denn der Besucher an Ihrem Stand sehen? Wir stellen zwei Geräte vor. Das eine ist ein sogenannter ESD-Quick-Tester für elektrostatische Entladungen. Und das zweite ist ein, wir sagen dazu, Bausatz-Messtechnik oder Messbuchse 130, die wir einsetzen in dem Bereich als Tab, um dann die Kommunikationsprotokolle aus Profinet-Netzwerken oder anderen Netzwerken dann auszulesen. Die Zielgruppen, die Sie damit ansprechen? Die Zielgruppen, was das Thema Elektrostatik betrifft, ist alles so, was in dem Bereich der Kunststoffverarbeitung betrifft. Dieser Bausatz Elektrostatik, der besteht unter anderem aus einem Sensor und dann aus einem Blitzlicht und einer Hupe. Und wenn Sie sich jetzt so vorstellen, wenn Sie so eine Schäferkiste durch die Fördertechnik durchtransportieren, ja, und dann sehen Sie, wie das dann die Kiste dann aufgeladen wird in den Kurvenbereichen und sich dann anschließend entlädt. Und auf die Art und Weise kann man sehr schön prüfen, inwieweit die Anlage letztendlich elektrostatisch belastet ist. Ja, und diese Dinge, die landen ja letztendlich dann irgendwo wieder auf der DAN-Leitung. Und das ist ja unser Thema, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen. Kommen wir mal kurz zum Markt. Welche Entwicklungen sehen Sie denn zurzeit und auch so mit Hinblick auf 2017? Also wir beobachten in dem Bereich der industriellen Kommunikationstechnik einen starken Hype in Richtung 4.0. Wir beobachten auch, dass das Thema Profinet ist ja jetzt, sage ich mal, seit 10 Jahren im Markt. Die ersten Anfänge waren geprägt durch Applikationen im Endmontagebereich der Automobiltechnik. Und jetzt kommen die Motorenwerke dazu. Das heißt, also alles, was spanabhebende Fertigung betrifft, sind die letzten 1-2 Jahre stark auf das Thema Profinet. Und das, denke ich, ist der Durchbruch dann für das Profinet, um in den anderen Technologiebereichen letztendlich dann auch richtig Fuß zu fassen. Wie weit ist denn der Technologiefortschritt von Profibus zu Profinet jetzt schon fortgeschritten? Unserer Meinung nach ist er schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja. Also es ist noch nicht in allen Bereichen vorgedrungen, aber im Großen und Ganzen sieht man natürlich, dass jetzt, sag mal, der große Umschwung dann eingeleitet worden ist. Wir haben ja mehr oder weniger 3 Tätigkeitsfelder, mit denen wir uns betätigen. Das eine ist das Thema Schulung für die entsprechenden Bussysteme. Das zweite ist dann das Thema Troubleshooting, auch für die Bussysteme. Und das dritte ist dann der Messgeräteverkauf, wo wir also versuchen, letztendlich alle Messgeräte, die der Markt letztendlich für dieses System anbietet, dann bei uns auch ins Programm aufzunehmen. Wobei wir, wie gesagt, auch den großen Wert darauf legen, dass es wirklich auch alle Hersteller dabei sind oder möglichst viele dabei sind, um dem Kunden dann auch entsprechend umfangreich beraten zu können. Bei den Profinet-Abnahmemessungen, das ist ein neues Gebiet, das wir im letzten Jahr dann begonnen haben, weil durch den Technologiewandel ja, das Profinet wesentlich stabiler läuft als der Profibus, haben wir versucht, entsprechenden Ausgleich zu finden. Und dort haben wir das Konzept überarbeitet. Das heißt, wir sind hergegangen, haben unsere ganze Fehlerstatistik in den letzten Jahren ausgewertet und haben dementsprechend die Prüf- und Abnahmekriterien letztendlich neu strukturiert. Und haben dann gesagt, wir verlagern einfach zum Beispiel die Kabelzertifizierung von der Baustelle in Richtung Maschinenbau oder in Richtung Kabelhersteller und sparen natürlich für den Kunden dort immense Kosten. Wir haben eine sehr große Resonanz gefunden im Markt und müssen jetzt gucken, dass wir im nächsten Jahr die Dinge dann auch in Aufträge ummünzen. Ja. Im letzten Jahr hat sich schon gezeigt, dass sich das Volumen in diesem Sektor mehr als verdoppelt hat. Und wir rechnen im nächsten Jahr, dass wir von dieser Geschichte natürlich im nächsten Jahr dann stark profitieren. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Göringer. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen eine schöne Messe. Dankeschön.